Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Heute versuchen die Waffenhersteller, die fortschrittlichsten Lösungen für das Schlachtfeld anzubieten. Sie präsentieren ihre Entwicklungen auf dem Gebiet der gepanzerten Fahrzeuge, unbemannten Systeme, Langstreckenwaffen und Luftabwehrsysteme. Dies geschieht in erster Linie, um das Leben der Soldaten zu retten und ihnen den Einsatz solcher Systeme, Fahrzeuge und Waffen zu erleichtern. Jetzt wollen wir euch die 10 neuesten militärischen Entwicklungen für das Schlachtfeld vorstellen. Roadrunner. Der Roadrunner ist ein modulares, zweistrahlig angetriebenes, autonomes Luftfahrzeug mit außerordentlicher Leistung zu niedrigen Kosten. Die Fähigkeit zum senkrechten Start und zur senkrechten Landung gibt dem Roadrunner die Flexibilität, schnell von jedem beliebigen Ort zu starten und dorthin zurückzukehren, wobei er eine hohe Unterschallgeschwindigkeit mit außergewöhnlicher Agilität und Stabilität verbindet. Der Roadrunner M ist eine hochexplosive Abfangjäger-Variante des Roadrunner für die bodengestützte Luftverteidigung, die eine Reihe von Bedrohungen aus der Luft, die bis zu 100 Mal teurer sind, schnell identifizieren, abfangen und zerstören kann oder aber zu nahezu Nullkosten geborgen und wiederverwendet werden kann. Der Roadrunner ist etwa 1,5 Meter hoch, wenn er senkrecht steht, und wird von zwei Turbojet-Schubvektortriebwerken angetrieben, die mit normalem Düsentreibstoff betrieben werden. Erweist sich die Bedrohung als nicht existent, kann der Roadrunner M unversehrt zum Stützpunkt oder einem anderen vorher festgelegten Ort zurückkehren und einen weiteren Einsatz durchführen. Dies trägt zur Kostensenkung bei und ermöglicht die Bekämpfung eines Ziels durch mehrere Roadrunner mit Hilfe der standardmäßigen KI-Software oder bei Integration in bestehende Kommando- und Kontrollsysteme. Skyranger 30. Der Skyranger 30 ist ein von der Rheinmetall Air Defense AG entwickeltes und im März 2021 erstmals vorgestelltes Flugabwehrturmsystem mit kurzer Reichweite. Seine Aufgabe ist es, den Bodeneinheiten ein mobiles System zur Verfügung zu stellen, das in der Lage ist, Starr- und Drehflügler, unbemannte Luftfahrtsysteme der Gruppe 1 und 2, herumfliegende Munition und Marschflugkörper zu bekämpfen. Die durchdachte Konzeption der vielfältigen Geschütze, die hohe Mobilität und die moderne Sensorik ermöglichen sowohl einen autonomen als auch einen vernetzten Betrieb. Darüber hinaus erlaubt die kompakte Bauweise des Turms die Integration in eine Vielzahl bemannter und unbemannter Plattformen, wie zum Beispiel den 8x8 Boxer-Radpanzer von Rheinmetall. Der Skyranger schließt die derzeitige weltweite Fähigkeitslücke in der mobilen Luftverteidigung. Er ist mit einer modifizierten Version der 30mm Kanone Oerlikon KCA ausgestattet, die im Kampfjet Saab 37 Wiggen verwendet wird und den Namen KCE trägt. Sie hat zwar mit 3 km eine geringere effektive Reichweite als die Skyranger 35, dafür aber eine höhere Feuerrate von 1200 Schuss pro Minute. Er ist in der Lage, einen Höhenunterschied von 85 Grad zu überwinden, um Sturzflugziele zu bekämpfen. Es werden 252 einsatzbereite Geschosse mitgeführt. Jackal. Der Jackal ist eine kleine, leichte, modulare Senkrechtstart- und Landedrohne, die im künftigen Konzept der unbemannten Luftstreitkräfte für fortgeschrittene Kampfeinsätze eine entscheidende Rolle spielen soll. Die Drohne wurde von Flyby Technology, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von Schulungen für unbemannte Luftfahrzeuge, konzipiert und entwickelt. Das UAV wird flexible Fähigkeiten für verschiedene Arten von Kampfeinsätzen zu Lande, zu Wasser und in der Luft bieten, wie zum Beispiel Luftabwehr auf dem Schlachtfeld, Luftnahunterstützung, Bekämpfung von Hubschraubern im Flug, Zerstörung von Panzern, Lieferung von Logistik und Verhinderung der Nutzung von Landebahnen und Straßen durch den Feind. Der Jackal hat eine Mehrzweckangriffsdrohne, die mehrere Raketen abfeuern kann. Sie hat eine Flügelspannweite von 5 Metern und kann eine Nutzlast von bis zu 15 Kilogramm bis zu einer Reichweite von 130 Kilometer in einer maximalen Höhe von 4000 Metern tragen. Sie kann mit Starstreak und LMM-Munition ausgerüstet werden und hat eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern über sichere C2-Verbindungen. Die Drohne kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde fliegen und mit einer Geschwindigkeit von 108 Kilometer pro Stunde kreisen. Saab M. Shorat.
Das mobile Short Range Air Defense, MSHORAD, ist eine kompakte Luftverteidigungslösung, die vom schwedischen Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Saab entwickelt wurde. Das Unternehmen stellte die endgültige Version des Luftverteidigungssystems im März 2022 vor. Das MSHORAD Luftverteidigungssystem besteht aus einem Giraffe 1X Multimissions 3D Radar und einer mobilen Abschusseinheit, die mit RBS-70NG Kurzstreckenraketen ausgerüstet ist. Die Radar- und Waffensysteme werden durch das bodengestützte Luftverteidigungskommando- und Kontrollsystem von Saab koordiniert. Das System ist so konzipiert, dass es ein breites Spektrum von Bedrohungen aus der Luft erkennen und abwehren kann, einschließlich der Bedrohungen durch Kampfjets, bewaffnete Hubschrauber, Raketen und Flugkörper, Artillerie und Mörser sowie der neueren Bedrohungen durch unbemannte Luftfahrzeuge und herumfliegende Munition. Das MSHORAD ist so konzipiert, dass es sich an der Seite von bodengestützten Kampfeinheiten bewegt und innerhalb einer effektiven Abfangreichweite von 9 Kilometern dauerhaften Schutz und Verteidigung gegen mehrere Bedrohungen aus der Luft bietet. Es kann mehrere Ziele aufspüren und schnell genug reagieren und angreifen, um Luftbedrohungen bis zu 5 Kilometer über dem Boden zu neutralisieren. DITA. Die 155mm Panzerhaubitze DITA ist ein Artilleriesystem, das vom tschechischen Verteidigungsunternehmen Excalibur Army entwickelt wurde, um den Herausforderungen der modernen Artillerie zu begegnen. Die Haubitze DITA, die auf der Grundlage der LKW-Haubitze Tatra 8x8 entwickelt wurde, verfügt über einen vollautomatischen Aufbau, der die Feuerrate mit nur 2 Besatzungsmitgliedern an Bord erhöht. Die Panzerhaubitze DITA ist mit einer NATO-Standardkanone 155mm L-54 bewaffnet und hat eine maximale Reichweite von 39 km mit hochexplosiven Basismunition. Die Kanone hat eine maximale Feuerrate von 6 Schuss pro Minute, während die Dauerfeuerrate 5 Schuss pro Minute beträgt. Ausgestattet mit einem automatischen Lade- und Feuermechanismus kann die Waffe im vollautomatischen manuellen und Notführungsmodus betrieben werden. Das Artilleriesystem kann 40 Schuss Munition in Förderbänden innerhalb des Turms transportieren. TRX-SHORAD. Der TRX-SHORAD ist eine Spezialversion des TRX, Tactical Robot Experimental, von GDLS, einem unbemannten Mehrzweck-Robotersystem mit einem Gewicht von 10 Tonnen. Er wurde für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Militäroperationen und gefährlichen Umgebungen konzipiert, darunter Stadt-, Wüsten- und Dschungelgelände. Die Plattform hat eine Nutzlastkapazität von 450 Kilogramm und wird von einem Hybridantrieb bestehend aus einem Dieselmotor, Batterien und Elektromotoren angetrieben. Der TRX-SHORAD ist mit einer ferngesteuerten Waffenstation, mit einer 30mm Maschinenkanone und 2 Gruppen von 4 Raketenwerfern ausgestattet, die Stinger-Boden-Luftraketen abfeuern können. Der TRX-Roboter ist mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, darunter Kameras, Laserentfernungsmesser und Wärmebildkameras, die es ihm ermöglichen, Ziele auf große Entfernung zu erkennen und zu identifizieren. Diese Sensoren in Kombination mit integrierten KI-Algorithmen ermöglichen es dem Roboter, halbautonom zu arbeiten oder von einem Bediener über einen Controller oder Laptop ferngesteuert zu werden. Typ X-RCV. Das Robotic Combat Vehicle RCV des Typs X ist ein neues unbemanntes Schützenpanzerfahrzeug, das die Anforderungen der Streitkräfte weltweit in Bezug auf mehrere Missionen erfüllen soll. Milrim Robotics, ein in Estland ansässiger Anbieter von Robotiklösungen, entwickelte das Type X-Fahrzeug, um die Zahl der Soldaten auf dem Schlachtfeld zu verringern. Es eignet sich ideal für die Durchführung von Missionen in gefährlichen Situationen, wobei die erforderliche Anzahl von Soldaten aus der Gefahrenzone ferngehalten wird. Das Waffensystem kann mit einer Reihe von 25mm und 30mm Kanonen mittleren Kalibers ausgestattet werden, zum Beispiel mit der 25mm X-137mm Bushmaster Kanone M242 von Northrop Grumman Innovation Systems, der 30mm X-113mm Kanone 230LF oder der 25mm M811 von Nexstar. Das System ist auch mit Panzerabwehrraketen wie Alcotan, MMP, Javelin oder Spike kompatibel und bietet so ein Höchstmaß an Schutz. Der Turm bietet einen 360-Grad-Panoramablick und ist mit CCD, Wärmebild und Fused Imaging Cameras für die Fernbeobachtung ausgestattet. Die Gummiraupen bieten eine verbesserte Mobilität und ein besseres Fahrverhalten in schwierigem Gelände.
Die Reichweite des Typ X beträgt etwa 600 Kilometer. Crossbow. Crossbow, das hochmoderne Turm-Mörser-System von Elbit Systems, wurde von der Abteilung Land von Elbit Systems im Rahmen eines Vertrags mit den israelischen Verteidigungskräften entwickelt. Das Armbrustsystem verfügt über beeindruckende Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit, den ersten Schuss in weniger als 30 Sekunden abzufeuern, eine maximale Feuerrate von 10 Schuss pro Minute zu erreichen und eine Feuerrate von 6 Schuss pro Minute aufrechtzuerhalten und das alles mit minimaler Verzögerung bei der Koordination zwischen Sensor und Schütze. Darüber hinaus unterstützt er ein breites Spektrum an Munition, darunter die Lenkmörsermunition Iron Sting, die eine effektive Reichweite von bis zu 10 Kilometer hat. Das Crossbow-System ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in UT-120-Meter-Türme integrieren lässt. Es kann auf X-x und 8x8-Plattformen, Kettenfahrzeugen und stationären Anlagen eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit gewährleistet volle Kompatibilität mit den bestehenden NATO-Munitionsstandards. Die Crossbow ist mit einem fortschrittlichen computergesteuerten Feuerleitsystem und einem Landnavigationssystem ausgestattet, das den Einsatz auch in Umgebungen ohne GPS ermöglicht. Alpa. Das türkische Unternehmen Otokar hat die neuen gepanzerten Fahrzeuge auf einer Pressekonferenz in seinem Werk in Sakarya im Jahr 2023 vorgestellt. Der Alpa ist ein schweres, unbemanntes Bodenfahrzeug, das zur Unterstützung von Infanterie und anderen Fahrzeugen unter allen klimatischen und witterungsbedingten Bedingungen entwickelt wurde. Das Maximalgewicht des UGV beträgt 15 Tonnen, sodass es auch auf dem Luftweg transportiert werden kann. Der Alpa verfügt über offensive Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, feindliche Stellungen mit seiner Feuerkraft zu bekämpfen. Ausgestattet mit einem Hauptgeschütz und Lenkraketen kann er gegnerische Unterstände, Gebäude und Fahrzeuge ausschalten. Darüber hinaus bietet das Fahrzeug direkte Feuer- und Feuerunterstützungsfähigkeiten, die sich in verschiedenen Kampfsituationen als wertvoll erweisen. Neben einer Höchstgeschwindigkeit von über 70 Stundenkilometer kann der Alpa eine seitliche Steigung von 30% befahren, ein vertikales Hindernis von 700 mm und ein Graben von 1800 mm überwinden. Seine Reichweite beträgt durchschnittlich 500 Kilometer. Das Kampffahrzeug ist mit einem modularen Turm bewaffnet, der die Montage von Geschützen unterschiedlichen Kalibers sowie den Einsatz von Panzerabwehrraketen ermöglicht. PULS. Das Precise and Universal Launching System, PULS, ist ein autonomes Artillerieraketensystem, das vom israelischen Verteidigungselektronikunternehmen Elbit Systems entwickelt wurde, um den Anforderungen moderner Schlachtfelder gerecht zu werden. Das PULS-Mehrfachraketenstartsystem bietet eine wirtschaftliche Lösung für den präzisen Abschuss einer Reihe moderner Raketen und Flugkörper und gewährleistet präzise Zielgenauigkeit und optimale Reaktionsfähigkeit. Das System bietet einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Artilleriesystemen, da es die Notwendigkeit beseitigt, Artillerieeinheiten zu verlagern, um die gewünschte Schussweite zu erreichen. Die vielseitige Lösung kann eine breite Palette von Munitionstypen von einer einzigen Position aus abfeuern und ermöglicht den Beschuss von Entfernungen von bis zu 300 Kilometern. Der Mehrzweckwerfer verfügt über zwei spezielle PODS, die jeweils für einen bestimmten Raketenwerfer ausgelegt sind. Der Werfer kann 18 Acula 122mm Raketen, 10 Acula 160mm Raketen, 4 Extra-Raketen und 2 Predator Hawk-Raketen abfeuern. Ein typischer Schießeinsatz kann in weniger als einer Minute eingeleitet und ausgeführt werden. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welche der Entwicklungen euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.